Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag. Auf diesen Vortrag freue ich mich ganz besonders, obschon er mit einer schmerzhaften Erfahrung zu tun hat. Der Titel ist Ungeduld, Lieblosigkeit, Ärger, das ist erst der Anfang. Tja, im ersten Vortrag habe ich Ihnen ja berichtet, wie ich das erste Mal gebetet habe, wie ich dann begonnen habe, die Bibel zu lesen. Und doch war da einiges, was heißt einiges, es war so vieles in der Bibel drin, was ich nicht verstanden habe. Und Freunde haben mir berichtet, dass es da so Bibelschulen gibt, wo man Theologie lernen kann oder auch einfach Bibelarbeit, so ja, wie wenn jemand einen Sprachaufenthalt macht, kann man da einfach hingehen, um die Bibel besser kennenzulernen. Ja, meine Frau und ich, wir sind ja wieder gut zusammengekommen. Wir haben Hoffnung bekommen, wie wir das im letzten Vortrag miteinander betrachtet haben. Hatten einen kleinen Sohn, den Jonathan, der war gerade knappjährig. Und jetzt war der Wunsch da, an so eine Bibelschule zu gehen. Wir haben gebetet, wir wollten auch wissen, ob es Gottes Wille ist, dass wir dorthin gehen. Und ja, es hat dann alles geklappt, das Geld kam zusammen für ein Jahr und so sind wir nach Österreich an eine Bibelschule gezogen. Das Leben am Schulcampus war sehr, sehr, wie soll ich sagen, da ist immer viel gelaufen, viele junge Leute, viele Aufgaben. Wir waren jetzt jung im Glauben und naja, ich war auch bereit, viel zu tun. Und so kam es, dass ich dann auch überall hingerufen wurde. Stefan, kannst du das machen? Stefan, mach das und super. Und ich habe gedacht, ah, jetzt bin ich ja bekehrt, jetzt habe ich Gott und jetzt will ich für Gott arbeiten. Und dann habe ich einfach überall Ja gesagt. Das kam so weit, dass ich nicht mehr wirklich Zeit hatte zu Hause mit dem Jonathan, mit meiner Frau. Ich habe auch gemerkt, dass so um die Mittagszeit rum, nach dem Essen, schon irgendwie so eine gereizte Stimmung bei mir aufkam. Wenn ich spazieren ging mit meinem Sohn ab und zu mal, hatte ich keine Geduld, auf ihn zu warten. Wie so ein Kind auch ist, es hält an, es schaut am Straßenrand die Blumen. Und es kam schon oft vor, dass ich dann richtig hart gezogen habe und gesagt habe, jetzt komm endlich, mach vorwärts. Und ich meine, ein einjähriges Kind. Und mir wurde das eigentlich nie richtig bewusst. Ich habe nur gemerkt, ich fühle mich wieder nicht so wohl. Ich bin nicht ausgeglichen. Die Zufriedenheit ging wieder plötzlich so ein bisschen weg. Eines Tages, als ich nach Hause kam, saß meine Frau auf dem Sofa. Ich bin wie ein Zug an ihr vorbei, habe schnell Hallo gesagt, wie immer in dieser Zeit. Und dann ruft sie mich zurück und sagt, Stefan, bitte komm mal. Und erst dann habe ich gesehen, dass sie Tränen in den Augen hatte. Und dann sagte sie so in kurzen Worten, Stefan, wenn das so weitergeht, dann verlasse ich dich. Dann werde ich gehen, ich halte das nicht mehr aus. Du hast keine Zeit, du bist immer gereizt und ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Situation auch schon erlebt haben. Für mich war es doppelt schlimm. Jetzt hatte ich doch gefunden, was ich gesucht habe. Ich hatte Jesus Christus gefunden und er hat mir versprochen, dass er alles für mich tut. Und jetzt war ich irgendwo wieder in einer Situation, wo ich das, was die Bibel eigentlich verspricht, nicht wirklich umgesetzt habe. Meine Frau wollte mich verlassen, ich hatte keine Geduld für meinen Sohn. Es war mir irgendwo alles zu viel. Ja, es hat mich schwer getroffen. Ich habe dann meine Frau gesagt, du, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe meine Bibel genommen. Hinter der Schule gab es einen Wald. Ich bin dort in den Wald, es war Sommerwetter, es war warm. Habe mich dort auf einen Baumstrunk gesetzt und habe geweint. Habe gesagt, lieber Gott, was soll das? Jetzt glaube ich doch an dich und jetzt klappt das doch nicht. Du hast gehört, meine Frau will mich verlassen und sie hat eigentlich recht. Sie hat eigentlich recht mit dem, was sie sagt. Hatte meine Bibel so auf dem Schoß und habe gesagt, Herr, Gott, hilf mir jetzt. Und ab und zu mache das auch heute noch so, dass ich die Bibel einfach irgendwo aufschlage. Und wissen Sie, das war so einer der Momente, wo man einfach Hilfe braucht. Das haben Sie sicher schon erlebt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß und dann, jetzt muss einfach was geschehen.
Und so habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, hilf mir jetzt, ich weiß nicht mehr weiter. Habe die Bibel aufgeschlagen und ich lande im Alten Testament beim Propheten Jesaja. Und dort, ich weiß nicht wie, aber mein Auge fällt auf einen Vers, im Kapitel 58 auf Vers 6. Und diesen Vers möchte ich gerne mit Ihnen lesen. Hier heißt es, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Das war jetzt nach einer Übersetzung Luther Bibel. Ich würde das gerne noch nach einer moderneren Übersetzung lesen, das klingt dann vielleicht ein bisschen gewohnter in unseren Ohren, das neue Leben Bibel spricht es so, da heißt es, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich habe gebetet, Herr, hilf mir, zeig mir. Und ich schlage diesen Vers auf. Wissen Sie, wie mich das getroffen hat? Mir wurde bewusst, dass ich meine eigene Familie, meine liebe Frau, die immer zu mir gestanden ist, mein kleiner Sohn, der noch total abhängig ist von uns, der wächst, der aufwächst, so etwas Schönes, ein kleines Kind, ich habe eine Last auf sie gelegt, weil ich das Schwergewicht meines Lebens auf mein Ansehen und auf, wie soll ich sagen, auf das Ansehen der anderen Menschen gelegt habe. Ich war für alle da, ich habe viel gearbeitet, ich habe alles gekonnt, alles gemacht, aber habe meine Familie irgendwo vergessen, nicht berücksichtigt und meine Familie musste leiden darunter. Und Gott hat mich direkt angesprochen und gesagt, du Stefan, du hast ein Joch, eine Last auf deine Familie gelegt. Gib sie frei, die du bedrückst. Nimm das weg. Tja, ich meine, wie soll man das machen? Wo soll man beginnen? Wissen Sie, ich glaube, eine Sache kann nur besser werden, wenn man selber einsieht, dass man einen Fehler gemacht hat. Und darum möchte ich Ihnen das mitteilen. Es ist gut, wenn Sie in Ihrem Leben erkennen können, dass ein Fehler passiert. Und meine Frau, ich bin ihr heute sehr dankbar, dass sie mich so konfrontiert hat damit. Und ich bin Gott dankbar, dass sie mir geholfen hat, das auch aufzunehmen, anzunehmen und darüber nachzudenken. Und dass er mir gezeigt hat, dass ich der bin, der hier was falsch macht. Nun, wie macht man es besser? Ich hatte die Lösung nicht, aber ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich weinte, ich habe Gott um Verzeihung gebeten, dann bin ich durch den Wald, über die Wiesen, habe Blumen gesammelt auf den Feldern und bin, es war einfach ganz wichtig, so schnell wie möglich zu meinem Schatzheim, zu meiner Frau und ihr einfach Entschuldigung sagen. Habe die Blumen mitgenommen und als ich bei ihr war, musste ich wirklich heftig weinen, weil ich gemerkt habe, dass ich so vieles falsch gemacht habe. Und wie wunderbar war es, als mich dann meine Frau in den Arm genommen hat und gesagt hat, du, ich habe dich auch so lieb, bitte lass uns jetzt überlegen, was wir ändern können. Und das ist jetzt die Frage, oder? Wie weiter? Was würden Sie tun? Wie ändert man jetzt diese Situation? Tja, in meinem Fall gab es nur etwas. Loslassen. Loslassen, Dinge, die man sich verpflichtet hat, überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und an erster Stelle steht die Familie, steht die Ehe, stehen die Kinder. Und dann natürlich, wir müssen alle arbeiten, wir müssen Geld verdienen, das kommt dazu. Aber bitte, wir müssen uns nicht überladen mit weiß nicht was allem. Ja? Und so habe ich gekürzt, ich habe geschaut, wo ich kürzen kann, was ich wegtun kann. Und habe das auch umgesetzt. Und ja, natürlich ist die Besserung nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Aber lassen Sie uns dazu noch einen Text aufschlagen. Und bitte merken Sie sich diesen Text, der ist so wichtig. Im Neuen Testament, im Galaterbrief, im Kapitel 5, in den Versen 22 und 23. Und Sie dürfen gerne nachher noch vorweg auch lesen. Da gibt es nämlich verschiedene Früchte. Die Bibel nennt es die Frucht des Fleisches, also das heißt die Frucht meines eigenen Lebens und die Frucht des Geistes. Und im Vers 22, wenn wir hier gemeinsam lesen, heißt es,
Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Vers 23, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Haben Sie das mitgekriegt, was das für Werte sind? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ehrlich gesagt, sind es nicht genau diese Dinge, nach denen wir uns sehnen? Sehnen Sie sich nicht auch danach, ja, dass das, ja, ich meine, dass Ihnen solche Menschen begegnen? Möchten Sie nicht umgeben sein von solchen Menschen? Nun, als ich das gelesen habe, wissen Sie, für mich ist die Bibel einfach Wahrheit. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn ich sowas lese, wenn es heißt, die Frucht des Heiligen Geistes ist all das Gute, wonach ich mich doch sehne, dann komme ich zu Gott und sage, lieber Gott, du hast in deinem Wort geschrieben, dass die Frucht des Geistes das ist, Liebe, Freude, Geduld. Und wissen Sie, ich habe gemerkt, dass mir diese Dinge fehlen. Ich war ja nun schon gute 6 Jahre verheiratet, aber hatte ich wirklich Liebe zu meiner Frau? Lieben Sie wirklich? Wissen wir wirklich, was Liebe ist? Mangelt es Ihnen an Geduld? Finden Sie Frieden in Ihrem Leben? Freundlichkeit? Selbstbeherrschung? Für mich war das einfach ein wunderbarer Text. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du das sagst, dass das die Frucht ist, dann kannst du das in meinem Leben schenken. Das war damals vor 18 Jahren. Circa 18 Jahre, 17 Jahren habe ich das zum ersten Mal gelesen und seither bete ich dafür. Sage ich, lieber Gott, du hast das verheißen, dass das eine Frucht ist vom Geist, bitte schenk mir das. Und ich möchte jetzt nicht, schade, dass meine Frau nicht da ist, schöner wäre es, wenn sie dieses Zeugnis geben könnte, aber ich darf wirklich sagen, ich bin jetzt 23 Jahre verheiratet und ich lerne meine Frau zu lieben und ich liebe sie wirklich von Herzen und ich bin so dankbar. Ich lerne Geduld und ich merke immer mehr auch, ich sehe immer mehr auch Fehler an mir und ich bin so dankbar, dass ich das erkennen kann und glauben darf, dass es mit mir besser wird. Ich möchte Sie auch hier ermutigen, probieren Sie es aus. Tja, es ist ein weiterer Text, den ich noch mit Ihnen anschauen möchte. Und zwar steht der im Johannesevangelium im Kapitel 16, 5 bis 8. Weil wir haben jetzt über den Heiligen Geist gesprochen, die Frucht des Heiligen Geistes. Und mag sein, dass Sie überhaupt noch nie vom Heiligen Geist gehört haben. Ich meine, Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus ist ein Begriff. Aber was ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Hier dieser Text ab Vers 5 in Johannes 16 beschreibt jetzt etwas. Und das möchte ich mit Ihnen lesen. Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wurde, kurz bevor er nach Jerusalem kam, hat er seine Jünger wieder zusammengerufen und wollte sie vorbereiten auf die Zeit, die kommt. Und er spricht hier. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Also Jesus sagt, ich werde jetzt dann hingehen zu dem, der mich gesandt hat, zum Vater, zu Gott zurück. Ich gehe zurück in den Himmel. Aber niemand von euch fragt, wo gehst du hin? Jesus spricht weiter. Er sagt im Vers 6, doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Ist ja klar. Jesus Christus geht an den Jüngern vorbei, denken wir an Matthäus, kommt zu Matthäus und sagt, steh auf und folge mir nach. Und jetzt, 3 Jahre, 3,5 Jahre später, nachdem er Matthäus aufgerufen hat und dieser Matthäus ihm nachgefolgt ist, sagt Jesus, ich werde dich verlassen, ich werde euch verlassen, ich gehe zurück zum Vater. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde, aber ich wäre auch sehr, sehr traurig, weil dieser Jesus, ich kann mir vorstellen, der war ihr Ein und Alles, das war ihr Führer, das war ihr Lehrer und jetzt plötzlich will er gehen. Jesus sagt dann aber weiter, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.
Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Also was sagt Jesus hier? Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster nicht kommen. Also wir verstehen, es ist gut, dass Jesus geht, weil wenn er geht, kommt etwas Besseres. Er nennt es den Tröster. Und jetzt ganz wichtig an diesem Punkt. Wenn wir jetzt verstehen wollen, was ist der Tröster? Gut, grundsätzlich müssen wir sagen, naja, ein Tröster haben wir alle nötig. Also ich brauche Trost und ich sehne mich danach, bei jemandem angenommen zu sein. Gott sei Dank habe ich meine liebe Frau, meine Kinder, gute Freunde. Aber Gott verspricht mir jetzt einen Tröster, der wahren Trost spenden kann, der noch Besseres bietet als er selber. Sonst würde er ihn nicht senden. Wie erkenne ich jetzt, was der Tröster ist? Und hier ist ganz wichtig, die Bibel legt sich selber aus. Was bedeutet das? Wenn Sie ein Wort haben wie Tröster, dann gibt es so andere Bücher, die heißen Konkordanzen. Und da werden alle Wörter, die gebraucht werden, dem Alphabet mäßig aufgelistet und die Bibelverse dazu, wo man die Worte findet. Und ich bin da rein, habe geschaut, Tröster, und bin auf einen anderen Bibeltext gestoßen. Johannes 14, Vers 26. Und da steht, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, wir verstehen, dieser Tröster, den Gott senden will, den Christus senden will, wenn er zurückgeht in den Himmel, ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Ausgangstext, dieser Heilige Geist wird den Menschen, also wenn er kommt, sagt Jesus im Vers 8, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und das ist jetzt wichtig, dass wir verstehen, also erstens mal, es ist gut, wenn Christus geht, weil wenn er nicht geht, kann der Tröster nicht kommen. Christus ist gegangen, folglich der Tröster ist gekommen, der Heilige Geist ist da. Und jetzt, was tut der Heilige Geist, wenn er kommt, wenn Jesus sagt, es ist gut für euch? Hier steht, das Erste, was er tut, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde. Und sehen Sie, das ist genau das, was mir passiert ist und was mir immer wieder passiert. Damals, als ich meine Frau auf dem Sofa aufgefunden habe und sie geweint hat, hat sie eigentlich durch den Heiligen Geist, sage ich jetzt mal, oder geleitet vom Heiligen Geist, hat sie den Finger in die Wunde gehalten und hat mir gezeigt, wo es fehlt. Sie hat mir gezeigt, du bist nicht da für uns. Du hast keine Geduld, du hast keine Liebe. Wenn das so weitergeht, verlasse ich dich. Ja, jetzt werden Sie sagen, aber das ist doch nicht gut, wenn mir ständig jemand zeigt, was bei mir nicht in Ordnung ist. Ich sage Ihnen, oh doch, Sie dürfen dankbar sein dafür. Weil genau dann wird es besser mit unserem Leben. Genau dann sind wir an dem Punkt, wo wir Hilfe nötig haben. Weil, ehrlich gesagt, ich schaffe es ja nicht selber, aus mir heraus Geduld zu produzieren oder Liebe. Also, was tue ich? Und das jetzt die zweite Sache, die uns der Heilige Geist zeigt. Die zweite Sache ist die Gerechtigkeit. Und wer ist die Gerechtigkeit? Wenn man über Gerechtigkeit spricht, wo in dieser Welt, sagen Sie mir, ist Gerechtigkeit? Wo finden wir sie? Man sagt beim Gericht, aber wie viele Gerichte haben schon falsch entschieden? Ja? Ich sage Ihnen, die einzige Gerechtigkeit, die wirkliche, wahre Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Er ist nur Gerechtigkeit, da ist kein Falsch. Also das heißt, wenn der Heilige Geist uns unsere Sünden, unsere Nöte, unsere Verfehlungen zeigt, was passiert dann mit uns? Wir brechen zusammen, wie ich damals. Ich weine, ich sage, was soll ich tun? Und dann zeigt mir der Heilige Geist die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Und was tue ich? Ich komme jetzt zu Jesus Christus. Ich sage, lieber Jesus, ich komme nicht zurecht in meiner Familie. Ich habe keine Geduld. Ich liebe meine Frau nicht, wie es nötig, wie ich es mir wünsche. Ich habe schlechte Gedanken und, und. Sie kennen das sicher auch. Sie wissen sicher besser Bescheid über Ihr Leben, was nicht passt. Ich würde Sie ermutigen, nehmen Sie Jesus Christus als Hilfe in Anspruch.
Er ist die Gerechtigkeit, er kann uns helfen. Ja? Und vielleicht noch der dritte Punkt, der letzte Punkt, den uns dann der Heilige Geist zeigt, nämlich der Vers 11, nämlich er öffnet uns die Augen über das Gericht. Und wenn wir das nachlesen in Johannes 16, Vers 11, heißt es dann über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und liebe Zuschauer, der Fürst dieser Welt, der Fürst dieser Welt ist der Teufel, ist der Satan, ist der, der dafür sorgt, dass hier alles in Brüche geht. Ja? Dazu gibt es auch Texte in der Bibel, die möchten wir zusammen aufschlagen. So, und zu diesem Vers 11, zum Fürst dieser Welt, wir haben ja gesagt, die Bibel legt sich selber aus, gibt es den Text Johannes Kapitel 12, die Versen 31 und 32. Und hier steht: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Okay, über was wird hier gesprochen? Jesus sagt, es ergeht jetzt das Gericht über diese Welt. Ist kurz vor seiner Kreuzigung. Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Das heißt, Jesus Christus hat am Kreuz den Teufel besiegt. Bitte, ich möchte das jetzt nicht näher erklären. Wir werden im kommenden Vortrag über den großen Kampf sprechen. Ich bitte Sie einzuschalten, da geht es dann um Prophetie, um Offenbarung Kapitel 12. Da werden wir noch näher darauf eingehen. Aber hier einfach zur Erklärung, wer ist der Fürst dieser Welt? Es ist der Teufel, es ist Satan, es ist der Urheber allen Übels. Ja? Johannes 14, Vers 30, auch noch dazu. Jesus sagt hier, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Ja? Also der Fürst dieser Welt, noch einmal, es ist der Teufel, es ist Satan, aber er hat keine Macht über Jesus. Warum heißt es hier, sagt Jesus, er hat keine Macht über mich? Jesus hat den Teufel, hat den Tod, die Sünde am Kreuz besiegt. Er hat sündlos gelebt und er konnte nicht im Grab bleiben. Der Teufel konnte ihn nicht im Grab halten, weil Jesus sündlos war. Und er ist auferstanden und hat somit dem Teufel die Macht über den Tod entrissen. Das erklären wir später noch ein bisschen. Ich bitte Sie einfach, das so anzunehmen, weil es tatsächlich die Wahrheit ist. Vielleicht noch ein anderer Text dazu, Offenbarung Kapitel 12, dort der Vers 9 und der Vers 12. Hier haben wir es jetzt. Im nächsten Vortrag werden wir darauf noch näher eingehen. Hier heißt es, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Vers 10, ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Sehen Sie? Hier hat Christus gesiegt, am Kreuz. Das Heil Gottes ist gekommen, Christus hat gesiegt. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und Vers 11 dann noch, und die an Jesus glauben, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also der gläubige Christ überwindet nun im Glauben an Jesus. Wir erkennen unsere Schwachheit, unsere Sünde, kommen zu Jesus, legen sie ihm hin, Jesus die Gerechtigkeit, und bitten ihn um Vergebung. Und er hat ja mit seinem Blut für uns bezahlt. Er sagt, ich vergebe dir gerne. Ich nehme dich gerne an, so wie du bist. Darum heißt es auch im Vers 12 dann von diesem Kapitel, darum freut euch auch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das war eine kleine Kostprobe aus Offenbarung 12. Wenn Sie das besser verstehen wollen, dann bitte ich Sie auch einzuschalten beim kommenden Vortrag, wo es dann um den großen Kampf geht. Ich würde doch gerne noch einen Text zum Vers 10, zur Gerechtigkeit zu Christus lesen. Das ist für mich auch eine Lieblingsstelle in der Bibel. Die steht in Hebräer Kapitel 4 und dort die Verse 14 bis 16.
Da heißt es, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen Hohenpriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Vielleicht verunsichert Sie jetzt dieses Wort Hohepriester, Hohenpriester. Ja, das ist so, im Volk Israel war der Priester dafür da, vor Gott für die Sünden des Volkes einzustehen. Vergebung erhielt der Israelit, indem er seine Sünden bekannte auf dem Kopf eines Lammes und das Lamm wurde geschlachtet, das Blut floss. Ja, wie es heißt in der Bibel, der Sünde Sold ist der Tod. Ja, ist alles ein bisschen schrecklich, aber es veranschaulicht, was die Sünde ist. Und der Priester ging dann mit diesem Blut ins Heilige, also ins Heiligtum, und dort wurden die Sünden bekannt und so erhielt der Israelit Vergebung. Für uns heute ist es viel einfacher. Wir können heute, da wo wir sind, wenn wir unsere Schwachheit erkennen, direkt zu Jesus beten. Und er ist jetzt in dem Sinn unser Hohepriester im Himmel und er kommt vor Gott, vor den Vater und sagt, schau, da ist der Stefan, der hat Not mit seiner Familie, der hat keine Geduld, der hat sich versündigt, weil er böse war mit der Familie, aber er bittet dich um Hilfe, er bittet dich um Vergebung. Bitte, Vater, vergib ihm. Und dafür ist Gott gestorben, dafür ist Christus gestorben, es wird mir vergeben. Ja, und so geht es weiter im Vers 15. Doch er, Christus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Ja? Also, was nehmen wir daraus? Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Also, er versteht uns, er versteht sie, wenn sie zu ihm kommen. Ja? Wunderbar. Vers 16 noch, er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und ich möchte Sie einfach von Herzen ermutigen dazu. Lassen Sie sich von Gott zeigen, wo Sie Hilfe brauchen und lassen Sie sich von ihm helfen. Ja, das würde mich riesig freuen, wenn Sie das ausprobieren. Ich habe Ihnen am Schluss auch hier noch ein Angebot zu machen, wie wir das immer haben. Und zwar ist das ein ganz, ganz wunderbares Buch über das Leben von Jesus Christus. Es gibt es in einem großen Band, so einem Bildband, da hat man extra ein Fototeam nach Israel geschickt, um die Fußspuren von Jesus aufzunehmen. Es gibt es aber auch im Taschenbuch, da heißt es Der Sieger, und auch in einem Hörbuch. Ebenfalls können Sie wieder einen Bibelfernkurs auch gratis bestellen. Wir geben Ihnen die Angaben dazu noch auf der Folie mit. Dieser Bibelfernkurs heißt Leben mit Christus. Es sind einige Briefe, die man bestellen kann, die einem helfen, eben dieses Leben mit Jesus Christus besser zu verstehen. Tja, Sie haben heute wieder viel gehört. Es wäre schön, wenn Sie das nachlesen und wenn Sie es auch noch nicht wirklich verstehen. Jesus Christus wird Ihnen helfen, es zu verstehen. Und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Vortrag hier treffen und miteinander besprechen können, diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse. Das wird ein Bibelstudium, da werden wir direkt in die Prophetie, in die Offenbarung einsteigen und ich möchte Sie ermutigen, wieder mit dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.